Es ist wieder an der Zeit, sich komische und interessante Fragen aus dem Internet durchzulesen. Und eins vorab, manche Antworten auf diese Fragen haben mich echt verwundert. Let's go! Mache in meiner Freizeit oft etwas mit einer Freundin und werde deshalb oft als Simp bezeichnet. Was bedeutet Simp? Die Frage verwirrt mich. Ich habe Simp immer so erklärt mit, man simp zum Beispiel für den Anime-Charakter, also man hat einen Crush auf den Anime-Charakter oder nicht nur Anime, aber halt generell so Charaktere oder Figuren, scheinbar auch reale Personen, I don't know. Aber okay, was sagen denn die anderen, was ein Simp ist? Simp ist eine abfällige Bezeichnung für einen Mann, der verzweifelt und erfolglos versucht, sich einer Frau anzunähern, indem er sie stets verteidigt, mit Komplimenten überhäuft oder durch ritterliches Verhalten überzeugen will. Ha! Ein Simp ist in der Friendzone. Ein Simp vernachlässigt seine Ausbildung oder sein Studium und etc. sehr stark, um Zeit mit einer Frau zu verbringen oder etwas für sie zu tun. Also die Antworten unterscheiden sich von meiner Vorstellung von Simp. Okay, hier fragt noch einer. Ich bin eher romantisch, bin ich deswegen ein Simp? Ein Simp ist ein Typ, der einer Frau wie ein Schoßhündchen hinterherrennt, ihr den ganzen Tag Komplimente macht und immer direkt zur Stelle ist, wenn sie nach ihm fragt, auch wenn sie ihn mal tagelang ignoriert. Ich guck gleich in Wikipedia nach. Wikipedia. Simp. Von Englisch Simpleton. Einfallspinsel. Ist eine dem Internetslang entsprungene abwertende Bezeichnung für jemanden, der einer anderen Person übermäßiges Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt, ohne dass dies wirklich erwidert wird. Okay, das würde ja bei meiner Vorstellung zutreffen, weil ich meine, Charaktere erwidern nichts, weil sie nicht existieren. Aber ja, das ist wohl ein Simp. Was ist der Unterschied zwischen einem Simp und einem Gentleman? Ein Gentleman ist attraktiv und begehrenswert für die Frau. Einen Simp wird sie kaum beachten. Ein Simp bemüht sich meistens vergeblich um die Aufmerksamkeit von Frauen und ist meist nicht attraktiv. You know what? Gehen wir zum nächsten. Okay, ich habe das Gefühl, es wird nicht besser werden, aber was macht einen Nerd aus? Hat jede Menge scheinbar nutzlose Gadgets, wie zum Beispiel USB-Tassenwärmer. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich stimme nicht zu. Was ist ein USB-Tastenwärmer? What the fuck? Ich kenne das nicht mal. Und ich weiß nicht, ob ich mich als Nerd direkt bezeichnen würde. Als Weeb auf jeden Fall. Das werden wir später auch noch nachgucken, was die Leute da denken, dass es ist. Aber, naja. Soziale Inkompetenz und Abgrenzung zusammen mit hoher Intelligenz. Das ist ja so klassisches Vorurteil, oder? Ich meine, Nerd ist nicht gleich das. Würde ein Nerd jemand daten, der kein Nerd ist? Ich denke schon. Wie werde ich zum Gamer-Nerd? Was ist das für eine Frage? Such dir erstmal ein paar Spiele aus, mit denen du dich intensiv beschäftigen kannst, zum Beispiel Zelda oder irgendein anderes Spiel mit guter Storyline. Versuch dieses dann bis aufs kleinste Detail zu studieren und mach am besten noch ein Cosplay dazu. Kauf dir viele Merchandise zu diesem Spiel, am besten Hoodies oder T-Shirts, die du dann auch in der Öffentlichkeit tragen und damit zeigen kannst, wie toll du das Spiel findest. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Also, wenn ihr ein Gamer-Nerd werden wollt, let's go! Wie kann man als 1,70 hässlicher Nerd eine Freundin finden? Hab nichts gegen rausgehen. Oh, warum bezeichnest du mich selber als hässlich? Dude. Ein echter Nerd würde die Suchfunktion benutzen. Wie auch immer. Körperhaltung, Hygiene, Humor, Gradlinigkeit, Mut. True. Parship. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Woher ich das weiß, Studium. Warum hassen die meisten Gamer eigentlich Franzosen? Ich wundere mich schon seit Jahren und finde nichts gegen Google. Kann mir bitte jemand sagen, warum die meisten Gamer die Franzosen hassen? Danke im Voraus. Das habe ich mich auch schon gefragt. Sie sind meist sehr inkompetent im Spielen. Ah, wie lol. Ja, okay. Sie unterhalten sich nur in ihrer eigenen Sprache, auch wenn sie die einzigen Franzosen im Spiel sind. Die meisten von ihnen sind sehr eigenbedacht und schauen im Teamspiel nur auf sich selbst. Ich meine, das sind halt so typisch Vorurteile, würde ich sagen. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder Franzose in jedem Spiel so ist. Aber I see the point. Also, was haltet ihr von Gamer-Girls, also Mädchen, die Gamer sind? Findet ihr die cool oder scheiße? Kennt ihr welche? Mit Gamer-Girls meine ich aber keine Pussys, sondern auch welche, die Code oder so zocken. Und das gut! Na, ich bin nicht so der Fan von Code und Co. und finde Mädchen, die das suchten, eher abtörnend. Da ich selber nur wenig Code spiele und mehr auf den Nintendo-Konsolen bleibe, finde ich Mädchen, die Mario Kart und so zocken, schon besser. Kann nicht jeder zocken, was er will? What the fuck? Wo findet man Gamer-Girls? Meistens da, wo es was zu zocken gibt, also online oder hier liest man ab und zu auch von Gamer-Girls. Ich finde den Begriff irgendwie ziemlich bescheuert. Auf Conventions. Hätte ich gesagt, by the way. Gamescom? Findet man? Viele?
Gamer Girls. Es gibt mehr Mädels, die zocken, als man denkt. True! Ich bin immer so überrascht, wenn irgendwer überrascht ist, wenn ich ihnen sage, dass ich zocke. So, was denkst du? Das, ja, ist ein Hobby. Klar, warum sollte man das als Mädchen nicht dürfen? Ah. Warum gibt es so viele Fragen, die damit zusammenhängen, wo man Gamer Girls findet? Why? Wie ist es so, ein Gamer Girl zu sein? Ich habe nichts gegen Mädchen oder Mädchen, die zocken und respektiere die, die es tun sogar, aber wollte gerne wissen, wie sich das Leben als Gamer Girl anfühlt. Was hat man für Vorteile? Man kann Spiele spielen, das ist der Vorteil. Kommt drauf an, wie die anderen Mitspieler drauf sind. Entweder bekommst du Loot geschenkt, Free Kills oder wirst eher wiederbelebt. Ernsthaft? Wie man wirklich... Okay. Was hat man für Nachteile? Oder du kriegst andauernd nur Teamkills, dumme Sprüche, man soll wieder in die Küche, wird angeschrien, beleidigt oder mit dummen Anmachsprüchen überschüttet. Genau wegen solchen Gründen hasse ich Multiplayer-Spiele mit Voice Chat. Was ist denn Weeb? Weeb Weeaboo ist eine abwertende Bezeichnung für westliche Fans der japanischen Populärkultur. Abwertend? Das ist abwertend? Als Weeb werden normalerweise Personen bezeichnet, die total verrückt nach Japan sind, wenn man das so sagen kann. Also Leute, die da gerne wohnen möchten, die die Kultur mögen und so. Das Problem ist, dass Weeb teilweise als Schimpfwort angesehen wird. I didn't know. Okay. Okay. Ich denke, wir haben heute genug gelesen, gehört und gelernt. Ich bin immer noch überrascht über die Simp-Definition. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jenna!